Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf MauerTube. Heute eine Unterrichtseinheit aus dem BGJ Bautechnik, Lernfeld 4, Herstellen eines Stahlbetonbauteils. Und zwar schauen wir uns an, wie wir eine Schalung zeichnen, ganz genau gesagt. Und zwar schauen wir uns eine Stützenschalung an. Das ist das Arbeitsblatt für meine Schüler. Die haben die Aufgabe, das Seitenschild einer Stützenschalung im Maßstab 1 zu 10 zu zeichnen. Bitte schön. Und hier geht es eben darum, dass der wichtigste Schritt ist, sich nochmal klar zu werden, wie groß wird meine Zeichnung. Das ist immer ganz wichtig bei allen Zeichnungen. Wo kommt die hin? Und sich auch Gedanken darüber zu machen, wie teile ich mir meine Zeichnung ein. Und hierfür muss man sich mal die Hauptmaße anschauen. Wir sehen hier, das Schild ist 1,60 Meter hoch und 44 Zentimeter breit. Und da muss man natürlich jetzt wissen, welche Zeichenlänge habe ich da? Und da gibt es einen kleinen Seitenkommentar von mir. Und zwar im Lernfeld 1 kommt eigentlich dran, Maßstäbe für Bauzeichnungen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da war die Formel Zeichnungslänge ist wirkliche Länge durch Verhältniszahl n. Und wenn wir uns die Zeichenlänge anschauen, beziehungsweise die wirkliche Länge, wir nehmen jetzt hier ganz exemplarisch das Beispiel mit dem Maximalmaß, das waren 160 Zentimeter. Wir rechnen jetzt in Zentimeter, weil das passt dann einfach besser als Zeichenlänge. Und wir haben den Maßstab von 1 zu 10. Das können wir auch ganz gut im Kopf rechnen. 160 geteilt durch 10 ist 16 Zentimeter. Das heißt, unsere Zeichnung ist 16 Zentimeter hoch. Und was fällt uns auf? Ah, wunderbar. Wir können hier die Maße ziemlich gut übernehmen. Beim Verhältniszahl von 1 zu 10. Weiteres Beispiel. 40 Zentimeter geteilt durch 10 kommt raus 4 Zentimeter. Das heißt, wir können eigentlich die Maße sehr gut einfach ablesen und können es ziemlich gut umwandeln. Gut, dann genug Mathematik zwischendurch. Fangen wir an mit der Zeichnung und hier kann ich eben nur jedem empfehlen, hier ist schon mal die Startpunkt markiert. Zeichnet euch ein Achsenkreuz ein. Wenn ihr nicht mit der Zeichenplatte arbeitet, macht's da ein schönes rechtwinkliges Kreuz rein. Da bitte wirklich konzentriert, weil alles andere wäre dann fatal, weil ihr dann den Fehler übernimmt. Ja, verlängert es schön weit nach oben. Und dann können wir auch hier schon gleich die 16 cm antragen. Und haben hier schon mal das Maß. Und dann seht ihr auch schon, wo eben eure Zeichnung reinkommt. Na. Mit dem Bleistift macht man wieder nicht das, was ich will. So. Es ist 44 cm breit. Da fehlt natürlich genau in dem Moment die Parallelverschiebung. Also machen wir es mal klassisch. 44 cm sind 4,4 Zentimeter oder eben 44 Millimeter. Da kann man eigentlich jetzt beim Umrechnen nicht viel falsch machen. Und da seht ihr schon, dann haben wir hier unser Rechteck und da kommt unser Schild rein. Ein wichtiger Tipp, wenn man solche Zeichnungen macht, wir haben oft technische Zeichnungen, die immer wieder dem gleichen Raster folgen. Teilt euch das ein, zeichnet nicht alles von der gleichen Richtung, sondern einmal von links, einmal von rechts oder einmal von oben und von unten. Also ich meine jetzt hier zum Beispiel, fangen jetzt eine Zeichenrichtung 1 ist von unten und die Zeichenrichtung 2 ist von oben. Was meine ich damit? Ich zeige es euch mal. Wir sehen hier, unsere Lasche ist 10 cm breit. Also ein Zeichenmaß von einem Zentimeter, da lege ich das jetzt hier an. Und bei so einer Parallelverschiebung passiert es immer,
dass ich da ein bisschen einen halben Millimeter zu viel habe. Und wenn ich das alles nach oben schiebe, dann habe ich jedes Mal einen halben Millimeter und am oben passt es um 2 Millimeter nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man immer das Hauptmaß hat und dann aus zwei Richtungen zeichnet. So, machen wir mal weiter. Dann machen wir hier das lichte Maß zwischen den Laschen. Ist 4 cm. Und dann kommt die nächste Lasche. Und jetzt eben das gleiche von oben. Ja. Anlegen. 4 cm. Da schön alles rechtwinklig. Meine nächste Lasche. Und so können wir die Fehler hier minimieren. Schauen wir mal, was haben wir denn hier für ein lichtes Maß jetzt? Ja, sind trotzdem knapp 2 mm geworden, aber schaut trotzdem viel, viel besser aus. So, jetzt haben wir schon die 1, 2, 3, 4 Laschen und jetzt muss ich nur noch meine Schalhaut einzeichnen, bestehend aus 4 Schalbrettern. 2 mm kann ich schwer parallel verschieben, das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal 12 rüber. Das ist ja hier der Überstand. Und da eben aufpassen, nicht voll durchziehen, sondern wir haben ja verdeckte Kanten hinter den Laschen. Ja. Dann 22 mm von außen. Auch hier wieder an die Laschen lenken. Und dann eben von der anderen Seite zeichnen. Ja. Nochmal hier 10 rüber. Eine ganz 10. Wir haben ja auch eine Dicke vom Bleistift. Da ein bisschen mit Gefühl arbeiten, nicht so unbedingt aufs Maß versteifen. Soll ja auch gut ausschauen. Das gleiche machen wir hier nochmal. Und wie ihr seht, mit ein paar einfachen Kniffs sind wir schon ziemlich weit. So, und der geübte Mann oder die geübte Frau macht natürlich den Rahmen hier, da diese Linien, macht er natürlich nicht so dick, dass man das auf dem Video gut sieht, sondern die macht man ganz, ganz fein, dass man die dann einfach auch stehen lassen kann und danach nicht großartig rumradiert. Ja. Aber ihr seht, unser Schild ist fertig. Jetzt könnte man natürlich nochmal die sichtbaren Linien hier richtig schön nachziehen und dann wirkt es gleich wie beim Profi. Das erspare ich euch jetzt. Aber ihr seht, so eine Zeichnung mit einem gewissen Plan rangehen, mit einer Struktur, und dann ist das eine Sache von ein paar Minuten. Genau. Dann bedanke ich mich auch schon und wiederhole nochmal das Thema, eben Balkenschalung bzw. Stützenschalung zeichnen und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.